Watch Dogs, kauft die Watch Dogs, das neue Watch Dogs, es kommt raus. Watch Dogs, kauft die Watch Dogs, die Grafik wird ein Grafikschmaus. Es kommt, ja, es kommt, im Herbst raus. Ja. 2013. Kommt hey Leute, was geht? Was ist eigentlich mit der Tür? Ach na, der Kälber kommt ja noch her. Die Schnittchenfrau. Ja Leute, hey. Lange nicht gesehen. Könnt ruhig, kannst ruhig, brauchst deine Stimme nicht so unterdrücken. Kannst ruhig. Hey Leute! Schön, dass ihr wieder da seid. Nee, yo, cool Peoples. Wird mal wieder Zeit für ein Feedback. Hallo Norasch. Wahrscheinlich das letzte Hallo ohne Norma. Kalle, / Daniel. Danach geht's wieder scharf. Wann sind die da? Na, nach Weihnachten. Achso. Und oh, ich vermisse das. Kalle schon. Ich nicht. Ich vermisse Daniel nicht. Och nö, das ist jetzt gemein. Nein, nochmal Feedback einschieben, weil ich bin dann im Krankenhaus und dann wird das wieder verschoben und so, deswegen haben wir jetzt noch ein Feedback raus, ein bisschen notdürftig. Warum denn im Krankenhaus, Robin? Weil ich operiert werde. Mein Geschlecht wird umgewandelt und ich mache den Anti-Michael Jackson. Ich komme dann ins Schwarzhaus und mit so einer Nase. Den hat er noch nie gebracht. Du hast doch schon so eine Nase. Ja, wie die Nase eines Mannes und so. So ist auch sein Michael Jackson. Ja. Schwarz. Aller macht Werbung für gute Spiele, zumindest noch. Und es geht los. Vielleicht ein bisschen verkürzt und es kann auch sein, dass jetzt hier oben keine Fragen sind. Entschuldigt das. Dann musst du ducken. Weil wenn wir dann, wir sind ja dann auch morgen in Köln. Ja. Das ist, was morgen? Freitag. Und dann komme ich wieder und dann ist vielleicht nicht genug Zeit, um das noch ordentlich zu schneiden, das Feedback, weil das mit den Fragen, das dauert ja ein bisschen, weil ich dann gleich wieder den nächsten Tag ins Krankenhaus gehe. Hey Robin, für unsere Trash-Kanal-Abonnenten, wann kommt eigentlich das 1000-Abonnenten-Special? 2000. Na, bei 3000 dann. Okay. Muss ich einen Moment hier geben, Herr Robin? Wir sehen, das ist abends. Ja, ist eigentlich gar nicht abends. Wir gehen dann noch in den Hobbit. Wir gehen dann in den Hobbit. In den rein. Wo gehen wir morgen hin? In die anale Öffnung des Hobbits steigen wir ein. Wo gehen wir morgen hin? Morgen Abend. Ach, in die Valhalla Nazi Bar oder? So. Oder in die Schwuchtelbar. Valhalla. Oh Gott, ihr die verprügelt euch. Ja, nee, mal schauen. Ja, für mich vielleicht. Bin ich. Naja, er sieht jetzt auch nicht so Nazi aus. Aber ey, schon eher, oder? Ja, aber seine Haare. Schreibt es in die Kommentare. Wer sieht mehr Nazi aus? Schreibt es in die Kommentare, das ist gut. Wir haben noch gar keine Frage vorgelesen. Hey! Kameratyp sagt nämlich. Oh, Kameratyp, geil für diesen Vorschlag von der Changeman, der ist cool. Der Changeman? Der hat er mir vorgeschlagen und der hat jetzt für alte 4 Games diesen Feuerlöscher-Song gemacht. Und so schließt sich der Kreis. Denn er fragt, bin ich der Einzige, der sich in Tina verliebt hat? Nein, nein. Nein, Herodes ist auch verliebt. Vor allem an dieser Stelle, wo sie das mit diesem Rap-Text danach gerappt hat, der war übelst witzig. Das ist echt ein bisschen krass, was geht, ne? Es tut gerade nichts zur Sache. Die Fans wollen unterhalten werden. Schnell. Hallo, was Feedback ist ein Informationsformat, groß. Bitte, ja? So. Durchgehend online. Publik 88. Das ist doch, glaube ich, was? Ach so, ja, Robert. Dann kann es ja nur geil werden. Und Publik 88 sagt, dass irgendjemand in den Staaten ist, wahrscheinlich Daniel oder Kalle. Jo. Wie alt seid ihr eigentlich und was macht ihr so beruflich? Das hatten wir schon recht oft. Das haben wir in Ask gesagt. Ja, genau. Guck mal Ask an. Wir müssen aber das ist doch nicht mehr aktuell. Ne, wir sind ja nur Rechnung hoch. Vom Alter her zumindest, ja. Wir sind 22, du bist zarte 24 geworden, du wirst bald 19 und jetzt sind wir fertig. Fragen wieder sehr ausführlich beantwortet, wir lieben unsere Fans. Nein, ey, hol mal die anderen Feedbacks nach. Nee, es ist ja auch für die anderen langweilig, ich will immer dasselbe erzählen. Wir beantworten die Frage jetzt einfach mit Fuß, damit die anderen jetzt auch was sagen. Ich will ja nicht sagen, aber hier wird irgendwo so ein Fenster angezeigt an der Seite. Das ist nicht gut. Das ist kein Fenster. Das ist Gesichtserkennung. Ich weiß. Du hast den Witz nicht verstanden. Mach weiter. Das war einfach ein schlechter Witz. Wenn du so schnell weitermachst, bist du sehr schnell durch. Ich hab den Nummer. Okay. Ich will eigentlich nur ins nächste Video, sagt CZHD. Ihr seid geil. Danke, Mann. Ah, den ist. Das Spiel war auch doof hier. Sag mal. Das hier. Ja, das war auch doof. Versehen hochgehalten. Prototype 2. Nein, das ist gut. Achso. TJ sagt, Köln ist besser als Berlin. Das werden wir ja sehen, wenn wir morgen dann da sind. Ich finde trotzdem Berlin besser. Wir waren schon oft in Köln. Was? Wir waren eigentlich schon oft in Köln. Ja, ja. Aber vielleicht ändert sich vielleicht das. Vielleicht ist es ja im Winter morgen, anders, ja. Morgen sehen wir dann die Valhalla bauen. Dann sind wir fröhlich. So, hi, my name is Linus. Benjamin Linus wahrscheinlich. Dann ist das Mädchen mit Cap hübsch. Ach nee, damn. Jetzt verstehe ich das. Ah, dann. Damn.
Wer ist das? Das ist Tina, das haben wir doch gesagt. Genau. Wenn du mehr von Tina sehen willst, schau mal auf Lustiger Furz vorbei und schau da nach der übelsten Latein-Hausaufgabe 2010. Ja, ich finde, Tina sollte auch Make-up-Tutorials machen. Ja, finde ich auch. Das wäre echt krass. Aber Tina würde dann eher Tutorials machen, wie man die blauen Augen von der Party von letzter Nacht sich wegschminkt oder so. Ja, kriege ich normalerweise ja. Nicht in der Party. Na, du nicht, aber du Tina, nicht, weil genau. Doch Tina so ein, ach, die prügelt sich so ein Mannsvibe ist. Ah, stimmt, die prügelt sich immer. So, Milena Vollenhals bei der Eiswürfel-Challenge. Achso, ja, habe ich dann auch rausgefunden. Macht man sich Eis und Salz auf die Haut und das ist dann irgendwie eine kalte Verbrennung. Wer hat dir das Spiel geschenkt, alle? Mein Freund. Das ist voll schön. Letztes Jahr zum Geburtstag. Hast du jetzt hier meine Dinger durcheinander gebracht? Dazu noch Resident Evil 6. Murph Music. Speste Videos, um nebenbei zu zocken oder Hausaufgaben zu machen. Okay, jetzt eine Frage. Kennt ihr Steve O's neuen YouTube-Channel? Ihr wahrscheinlich nicht, oder? Mm-mm. Aber du natürlich. Ich natürlich. Ja, der wurde durch Vitali gehypt und der macht da halt das Übliche. Aber es ist schon irgendwie jetzt, wo er so langsam älter wird. Aber trotzdem finde ich es gut, dass er noch macht. Ja. Aber es hat halt so ein bisschen Beigeschmack. So ein bisschen. Der Kellner, wir sind ja hier im Mundzur. Und der Kellner kommt gerade. Die Schnittchenform. Der hält seinen haarigen Arm jetzt in die Kamera, würde ich sagen. Warte, Schnittchenfrau, ich nehme es ihn ab. Das ist ein bisschen übertrieben, oder? Nur Arme, ja? Ist ja wie bei Ina damals, warte. Du musst was unten wegnehmen, wie? Achso, ich bin keine gute Kellnerin. Oh, diese schönen Beine. Ach, sind die alle mit Fleisch? Ah, nee, das ist ja Vegetarier-Teller. Oh, und denke, diese Beine. Meine? Nee, Mamas. Nee, ja, rote Seite. Danke, Mutti. Lass mir echt den Namen nicht verraten. Achso, ja, entschuldige, Frau Herodes Mama. Mutter, scheiße. Ja. Es hat sich nichts geändert. Danke. So. Heute in einer gechillten Runde. Was hat sich nichts geändert? Achso. Nichts geändert. Es ist Chalafia. Immer wenn ich noch der Feedback eure Geschichte lausche, frage ich mich wirklich, was nur mit der Jugend oder mit meiner Jugend falsch gelaufen ist. Deshalb meine Frage. Entschuldigung, Herr Rose, was Privates? Was denn? Ist die Katze unten oder oben? Schreibt sie in die Kommentare. Sag mal. Es müsste nur unten sein. Mütter so. Sind so peinlich. Peinlich. Unangenehm. Unangenehm. So, euer Einsatz. Ja, was halten wir von der oberflächlichen Entwicklung? Beziehungsweise, oder Betz, Robi hat doch bestimmt eine theoretische Lösung oder wenigstens eine Analyse des Problems parat. Ich weiß nicht ganz, worauf du hinaus willst, aber so, dass Leute sagen, die Jugend und so, das ist ja wahrscheinlich schon seit 3000 Jahren so. Mhm. Das sagen ja immer die Alten, die Jugend von heute. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Es gibt immer, vor allem, man kann auch nicht sagen, die Alten, kann man genauso wenig sagen. Hey, das ist vor allem so ein lustiger Kommentar. Dunkelweltling, ja? Habe ich das richtig verstanden? Lena hat Robin angepisst. Halb. Wer ist Lena? Lena Julia, ist... und du bist... Nein. Lena ist Tina und ich war auf dem Klo mit Tina. Aber sie hat mich nicht angepisst, sie hat ins Klo reingesägt, aber mit einem solch mächtigen Strahl, dass das ich sehr lustig ja. war. Ja, das war nicht und gut. Was ist mit der Frau, die man neben dir gepullert hat? Achso, das war wieder... Ach, stimmt. Stimmt, vielleicht meint die Person, Dunkelwelpling ist, glaube ich, ein Mädel. Vielleicht meinst du auch die, ich weiß gar nicht mehr, Xenia. Aber den Nachnamen werde ich nicht sagen. So. Hat die dich angepinkelt? Naja, fast. Die hat halt neben mir da direkt. Die wäre halt fast in dieses Loch reingefallen. Schau doch, die war so, dir, so dicht neben dir, das ist möglich. Ja. Naja, sie war halt erst neben dem Loch, dann habe ich gesagt, bist du wahnsinnig, du fällst in das Loch rein, bist tot, weil das 10 Meter tief runtergeht. Dann ist sie von dem Loch weg, hat sich neben mich gesetzt und hat da ein Gesicht. Oder hingehockt. Okay. So. Und später hat Kennt sie noch ja. unsere Skatehalle vollgekotzt. So. Alter. Crazy, crazy. So, wir mögen Crazy Girls. Damit ich jetzt mal essen kann, beantworte mal Kameratyps Frage, warum seid ihr gerade alle auf dem Promance-Trip? Was ist das? Keine Ahnung. Toll. Naja, so Liebe unter Männern, sind wir das? Da bin ich raus, da muss ich ja ohne sprechen. Okay. Genau. Naja, ich kann ja mal eben, halt mal kurz. Anna hier hat mir ja den tollen Kalender geschenkt. Warte mal kurz. Endlich wird offiziell, wer dir den geschenkt hat. Ich gab schon so viele Fragen. Während der Kalender geholt wird, sagt Kanbo, Flynn, dass das Wetter immer so sein könnte. Er mag nämlich Sturm und so. Junger Mann. Ist aber sehr unpraktisch zum Filmen.
Io full. Also ich würde einen Knopf nutzen und 666 Millionen passieren und die Frau und die Kinder als Geisterfahrer töten. Oh, okay. Würde er machen. Wir haben uns ja alle eigentlich dagegen entschieden. Aber du bist so ein amoralisches Stück. Oh, Gunde ist auch ein guter Mann. Großes Lob an Tina für das Vortragen dieses Gedichts. Ja, das war witzig. Ich habe mal einen 12 aufgemacht und drin sind Herzchen. Das wissen wir ja schon von anderen Videos. Kennt ihr die thematischen, ähnlichen Herzchen. Videos? Deutschrap neu interpretiert, kennt ihr die? Mhm. Ja, sag mir was. Sind auch sehr lustig. Wären die nicht so erfolgreich, können wir das direkt fortsetzen. Aber so würden dann auch alle sagen, gebeitet. Aber also am liebsten wäre es mir natürlich, wenn die das weitermachen würden, was sie nicht machen. Kackspritze heißt der Kanal. So, jetzt kann ich endlich mal essen, weil du kennst die ja auch. Oder? Ja. Kennt ihr Rumblebeast 666 und deren Polysemia? Wenn nicht, Hitlers euch rein, sagt Kameratyp. Erzähl mal was zu denen. Das hat nichts mit unserem Worst of Watch zu tun. Weil... Und wir essen das echt, ich lag dich immer total. Das darf einer nicht essen. Weil... Nee, ist echt gut. Jedes Mal, wenn ich das Wort spektakulär höre oder benutze, denke ich an dieses eine Wortspiel. Spektakulär? Geht ein Typ zum Fleischer. Ich kau gerade runter. Sagt, haben Sie Speck? Bitteschön. Haben Sie noch Milch? Nee. Die Milch gibt keine Kuh mehr heute. Und was heißt das? Spektakulär. Ah. Da-da. Sehr gut. Guckt euch an, Tom und Torben von Rumblebeast 666. Coole Typen. Styles DMG. Fährt eigentlich jemand von euch Motorrad? Ich fahre Auto. Also ich fahre Fahrrad. Ich auch. Ich laufe. Wow. Nächste, du kannst laufen. Die nächste, ja, Robert. Robert war ja letzte Folge da, der fährt Motorrad. Robert. Eine Tama 98. Was geht denn zwischen dem Halbschwarzen und Robin ab? Keine Ahnung, was da abging. Was ging da ab? Wer ist Halbschwarze? Ja, du. Im letzten Feedback zumindest. Haben wir da rumgemacht? Keine Ahnung, wahrscheinlich. Oder habt ihr euch übelst gestritten? Warte, bevor du das in den Mund steckst. Zockt ihr lieber auf der Konsole oder... Oh, toll. Oder hat einer von euch einen Gaming-PC? Hast du nicht einen Gaming-PC? Naja, 2007 war das ein Gaming-PC. Jetzt ist es eher so ein Laming-PC. Oh, spektakulär. Kann ich mal ganz kurz zeigen, was man drauf spielen kann? Anna, gib mir mal bitte das drittletzte Game. Das ist das letzte Spiel, das ich darauf gespielt habe, was noch flüssig lief. Das hier, das ist sehr, sehr schön. Ansonsten wird dann auch hin und wieder mal sowas gespielt? Das ist immer möglich. Der geht immer. Der geht immer. Ah, okay. Das war 5 und ich habe nur noch Theme Park World gespielt. Oh, toll, jetzt kommt wieder so ein langer Kommentar. Eher Konsolen. Ja. Toll, lange Kommentare. Na, von Dobber stimmt Spaß auch noch. Mann. Aber er hat einen schönen Kommentar. Habt ihr eigentlich Probleme? Quasi alle meine Ängste und Befürchtungen ergeben sich, oder oh, zu hochphilosophisch, ergeben sich nämlich nur aus der Angst, einen bleibenden falschen Eindruck zu hinterlassen. Spaß. Oder bei etwas zu versagen, was mit genug Selbstbewusstsein kein Problem wäre. Ich kann deshalb gar nicht nachvollziehen, was ich euch noch beim Glücklichsein in den Weg stellen könnte. Ich muss aber sagen, dass ich mich, seit ich euch kenne, wenigstens ein Stück weit davon befreien konnte, was euch echt zu Vorbildern für mich macht. Ist das nicht ein schöner Kommentar? Ja, ist das nicht süß, so ein Spaß. Hey, ein süßer Spaß. Nochmal, wenn wir nach Japan fahren, kommst du mit, da sehen wir uns. Und da können wir mal... Wir bitte nach Japan. Können wir echt mal über das Thema reden. Ich finde... Da reden wir mal. Echt. Diese Schranken... Die Schranken müssen Das sind Scheißschranken. Wenn du das nicht schaffst, ja. Ja, du kannst... Das dazu möchte. Ah, oh, nee, mir geht's ja nur um die Bämme. Ach so, nee, das hier sind noch Bämme. Die Bämme. Nee, Norma, ich meine, dafür stehen wir ja auch so ein Stück weit, ne? Dass du dich da mit mangelndem Selbstbewusstsein und so, aber natürlich hat auch so jeder Probleme. Es gibt ja Probleme, die nicht zu bewältigen sind damit, dass man Selbstbewusstsein hat oder so, ja? Ja, aber echt, das ist echt wichtig. Mach das mal, lern das mal. Aber, wie ich ja vor ein paar Tagen erst so ein Video gemacht habe, ne, es ist ja natürlich schon sehr viel eine Einstellungssache. So.
Und irgendwann macht es bei dir auch noch Klick, wenn du fleißig unsere Videos guckst und immer überall Geld spendest. Teilen, liken, favorisieren, abonnieren. Und 5 Sterne. Gibt's noch, oder? Genau. Gibt's jetzt bald wieder. Und Google Pluses müsste uns ganz viele geben. Genau, plus Einses. Und was steht dein Glück im Weg? Beim Blick? Beim Glück. Glück. War das nicht auch eine Frage? Nee, also ich meine, gibt's ja verschiedene. Es gibt irgendwie so ein Ziel, auf was man hinarbeitet oder so, was ich nicht unbedingt habe. Und dann gibt's halt dieses permanente Ding und da kann ich mich nicht großartig beschweren. Mhm. Genau. Ich meine ja nur, dass es Probleme gibt, weil er jetzt nur das mit dem Selbstbewusstsein schildert. Aber ey, scheiß drauf, Mann. Vor allem, was du gesagt hast, hier einen bleibenden schlechten Eindruck, Mann. Du weißt doch, wofür wir stehen. Scheiß doch auf den bleibenden schlechten Eindruck. Scheiß überhaupt auf den Eindruck. Zumindest schlecht halt bei sowas. Halt du dich nicht unter die Nase, richtig? Ja, ist es halt. Ah, okay. Wenn du dich also verstellst, dann finden dich vielleicht Leute gut, die dich nicht gut fänden, würdest du dich nicht verstellen. Und somit lernst du falsche Leute kennen. Sei real. Und die Leute, die dann schlechten Eindruck haben, die brauchst du nicht. Auf das muss er jetzt erstmal was sich. Das war nicht flüssig, du bist flüssig. So. Er sagt sogar noch mehr. Und es gibt eigentlich Sachen von euch, die ich. Gibt es Sachen von euch, die ihr nicht preisgeben würdet? Bisher habe ich. Mein Name. Immer gedacht, jeder hat irgendwo seine Grenzen, aber ihr habt meine Theorie irgendwie etwas in den Schatten gerückt. Und ich habe mich nach Anna, Maggie und Herodes jetzt auch noch in Tina verliebt. Weimar wird langsam Schlafenland. Gute Wahl. Gute Wahl. Nur noch mal eine Frage. Na, ob wir irgendwas von uns nicht preisgeben würden. Also spontan könnte ich das nicht an irgendwas festmachen. Also an sich hätte ich zum Beispiel auch kein Problem, irgendwie, was weiß ich, mich auf der Millionärswahlbühne auszuziehen oder sonst was. Würdest du deinen Dullar? Ich hätte kein großes Problem damit, rein emotional. Aber das Problem ist... Aber es ist halt total dumm. Ecke. Stell dir mal vor, ich würde meinen Dullar haben. Also nichts gegen Ecke. Ecke ist nicht dumm, aber das ist halt... Das wäre mal was anderes. Genau. Also ich würde es nicht wollen, dass du das machst. Nein, du würdest wahrscheinlich auch nicht unbedingt wollen, dass ich das mache. Aber es geht ja erstmal nur darum, was man selbst... Also du würdest deinen Dullar anzeigen. Was man selbst... Ich sage, ich würde es machen, das heißt nicht, dass ich es mache. Das würde ich nie machen. Das würde ich nie preisgeben, mein Digital. Ja, ne, klar, ja, ich meine, ist ja völlig klar, also. Ich meine, es gibt keinen Grund dafür, sage ich mal, so. Aber du würdest es nur tun, aber ich würde es vielleicht. Ich sag nur, dass ich keine Hemmungen dahingehend hätte. Das war nur das Erste, was mir jetzt eingefallen ist, Mann. Ich finde die Frage, würde ich meinen Dullar anzeigen, interessant. Ist echt eine gute Frage. Hier ist der Finger. Gute Frage. Ist echt eine gute Frage. Wer sind wir? Gute Frage. Warte mal, lass mal kurz belegen. Wer sind wir? Gut, das ist eine gute Frage. Ist echt eine gute Frage. Warte mal. Doch, das machen wir. Nee, auf jeden Fall. Wer es erkannt hat, runter hier. würde ich meinen Dullar anzeigen. Das ist nämlich die Frage. Ich habe das Gefühl, auch wenn ich damit jemanden wirklich schaden würde, dass ich damit vielleicht jemanden schädigen könnte, der es ja wirklich nicht möchte. Und da ist die Frage, ist mein Handeln da für mich, ob es mich schädigt, ist meine Entscheidung. Tut es wahrscheinlich nicht. Dann würde ich doch gar nicht denken. Es geht einfach nur, ob du bereit wärst. Ich habe dich auch ausreden lassen. Ich wollte nur sagen. Ich weiß, was du sagen wolltest. Bei anderen wollte ich jetzt aber mal gerade nicht sagen. Kannst du erzählen nur, ich sag kann er ja nicht, wenn du jetzt so weit ausholst, das meine ich nur. Aber es geht ja... Jetzt mach einen Satz. Es geht nicht um die Folgen, sondern nur erstmal, ob du dafür bereit wärst. Das meine ich. Da ist es ja egal, ob du jemanden schädigst oder nicht. Ich denke, wenn die Leute im Publikum alle sagen würden, boah, wäre witzig, würde ich es machen. Wenn sie das sagen, wäre witzig, würde ich es ja klar. Weißt du? Aber das ist halt die Hemmung, dass ich da für andere Leute mitempfinde, die ich vielleicht auch nicht kenne. Dass du mitempfindest. Ja, nee. Ja, das war jetzt auch, wie gesagt, dass ich dem, sagen wir es mal, verübelt Leid zufüge, ist natürlich kein Leid, aber ein schlechtes Gefühl gebe und das dann halt selbst ja nicht wollte. Und dann möchte ich das natürlich auch nicht für andere. Eine Mitteilung. Scheiße, bin ich clever. Jetzt habe ich die Fragen zugemacht, aber wir sind ja eh noch hier. Ich zum Beispiel, also gut, ja, bitte, nee. Bitte nein. Ey, komm, nein, ich habe auch nicht mal einen Satz gesagt. Nee, gut, es kommt, du es zum kommt, Beispiel, gut, komm. Und ich, nee. Ich sage jetzt einfach nein, gar nicht ich, mehr. Ich zum Beispiel, nee, ich auch nicht. Also ich wollte ja zum Beispiel nochmal auf Anna hinweisen, die hatte nämlich noch einen guten Beitrag. Zu was? Nein, du wolltest doch gerade was sagen.
Aber was ganz weit vom Thema Fans, weg. Findet ihr solche Stellen langweilig? Schreibt in die Kommentare. Ey, ich hoffe, ihr seid so klug und hört es eh nur nebenbei und nicht Vollzeit. Mir fehlt doch jetzt eigentlich. Also, du wolltest noch was Off-Topiges sagen? Oder nicht? Apfel. Okay, also nicht. Mein Popo juckt. Dein Popo juckt, ach so. Nee, wie gesagt, das mit dem Ausziehen war auch nur das Erste, was mir eingefallen ist, was ich jetzt noch... Ey, komm, geht mir nicht auf den Sack. Zum Beispiel, wo man wohnt oder so. Würde ich jetzt an sich auch preisgeben, aber hab auch, wie du, halt keinen Bock auf die Folgen. So. Dass dann irgendwelche Leute da permanent vor der Tür stehen oder sowas. Aber dann muss ich mir auch wieder denken, das sind halt auch alles Informationen, die völlig uninteressant sind. So. Ich bin halt auch so, wenn irgendwas von was Privates von irgendwelchen Prominenten rauskommt, das interessiert mich halt nicht. Deswegen, also ich wüsste nicht, was jetzt irgendwie, was ich nicht preisgeben würde, aber ich sehe halt auch keinen Nutzen darin und ich habe auch kein Verlangen. Ja. Das ist eine Ausgangsfrage. Ja, naja, ob es was gibt, was wir von uns nicht preisgeben würden. Nun gut, das war Nomash. Und Exiv3 sagt, euer Musikgeschmack. Hab Anna ja schon mit Heavenshall Burn und Kalle mit Media Rising Shirt gesehen. Ja, hörst du denn aktiv Heavenshall Burn? Nein, niemals, das ist mein Schlaf-T-Shirt. Kannst du mir zeigen, was ich aktiv höre? Achtung. Das kommt auch an mein T-Shirt. So lange kann ich erzählen, dass aber die Mutti vom Mike von Heavenshall Burn neben meiner Mutti wohnt. So. Und das ist nämlich cool. Und davon haben wir zum Beispiel auch ein Shirt. Ah, okay, ich weiß, was er bringt. Ich bin ein ganz großer Dreams Blog-Fan, den höre ich immer. Der macht gute Musik. Der macht sehr gute Musik. Analyse, Bitch gibt dem YouTube King das Zepter. Schwester. Schwanz deiner. Ach nee, Blut. Ach egal. Irgend sowas, ja. Ja, nee, aber dein Musikgeschmack ist ja trotzdem ganz toll mit System of a Down und so. Das weiß ich selber. Ich wollte es für die Leute sagen. Und Kalle Media Rising, ja, das stimmt, der hört es gerne, aber er ist halt jetzt so in den letzten Jahren so zu einer Hip-Hop-Pussy mutiert. Mm. Sehr traurig. Ganz schlimm. Schade um den Kalle. Früher so, selber gerne Hip-Hop. Früher so ich? Mördern. Yeah, Mördern, Alter. Nee, ich höre ja auch Hip-Hop. Hab ich auch schon mit einem Mördern-T-Shirt gesehen. Ja, hab ich auch schon. Hätte ich ein Moneyboy-T-Shirt, würde ich es anziehen. Ich höre ja auch ab und zu Hip-Hop. Der Kalle, ey. Können wir mal ganz kurz auf die Wand dort schwenken und meinen Musikgeschmack... Können wir zum Abschluss nochmal machen? Ja, machen wir zum Abschluss. Cliffhanger fürs Ende, damit ihr auch ja nicht abschaltet. Wie kann man das eigentlich machen, dass der Computer beim Standby wieder angeht und wieder ausgeht? Keine Ahnung. Okay. Meine. Raul Sanchez Rodriguez Panama fragt mich, ob ich meinen Fans auf Facebook zurückschreibe oder ist er durch den Erfolg seiner Videos zu abgehoben? Reinkittlert. Raul Sanchez Rodriguez Panama, warum versuchst du es nicht einfach mal? Ich habe ja mal gehört, Robin hat sich mal gegen neben normale Leute gesetzt, die nicht Fame waren. Das ist wirklich eine ganz kleine Gaststätte, ja. Ey, das war echt geil, das war echt geil. Da musste ich so lachen, aber es war halt auch gleichzeitig so ein... Alter, was geht ab, Mann? Du bist echt voll auf dem Boden geblieben, das ist übelst krass. Da, also um das zu erklären, da waren 3-4 Jungs, waren das, ne? Und die haben gesagt, ey, hier, also es war echt in einer kleinen Bar... Mit einer kleinen Party. Die Wandelbar, oder guter Name. Die Aufsuchbar. So, und da kam einer zu mir. Ich hab Hunger. Ich hab noch Spekulatius. Ich hab nichts mehr. Willst du deinen Tuk-Tuk schon? Nein, oh. Ich bin erst im Kino. Und da kam so ein Typ zu mir und meinte, ey, ich sitze da gerade mit meinen Kumpels, kommst du mal und setz dich mal mit zu uns hin, so. Und dann habe ich mich da halt mit hingesetzt und habe einfach so ein paar Fragen beantwortet, auch wegen Millionärswahl und so. Und am Ende sagt der Typ von mir, ey, ich finde das so klasse, dass du, obwohl du so bekannt bist und so, dass du dich dann trotzdem zu uns setzt und so. Und Alter, ich habe mir so innerlich an den Kopf gegriffen, Mann. Was ist das? Innerlich? Naja. Er setzt sich neben das noch gemeine Volk. Ich meine, Alter, wenn das nicht selbstverständlich ist, dann... Wann ist denn, was ist denn sonst? Nebenan war noch die VIP-Launch mit Waititi, Ape Crime. Und die haben sich nur alle untereinander unterhalten. Die haben keinen rangelassen und die haben die alle geschlagen, die im Gespräch wollten. Genau. Nee, aber echt mal, Alter. Das ist. Ich meine, ich mache dem Typ ja keinen Vorwurf, aber dass halt die Situation entsteht, dass so ein Typ sich dafür bedanken muss, dass man sich zu einem setzt. Ich weiß nicht. Krass. Krass, krass, krass. Was ist das? Boah, übelst gutes Spiel. Ja.
Wollte ich dazu noch was sagen? Nee. Ach so, nee, ja, ich schreibe allen zurück, die mich anschreiben über Raul Sanchez. Nee, aber du musst voller Freundschaft sein, sonst kommt es in Sonstiges und das sehe ich manchmal. Da gucke ich aber auch nach bei Sonstiges. Also im Grunde lese ich alles und beantworte eigentlich auch alles. Manchmal habe ich natürlich nicht so viel Zeit. Jo. Smiley 1996. Yo, yo. Mein Bruder schaut sich die ganze Zeit eure Videos an und hat mir... Ach, das ist der Bruder von Friedrich. Und hat mir schon ganz stolz erzählt, dass er jetzt bei euch im Nostera-Feedback mitmachen kann. Meine Frage, wie lange habt ihr noch vor, das zu machen? Denn es lässt sich ziemlich gut anschauen. Weil es jetzt nur das Feedback oder so insgesamt? Na, Feedback lässt sich ja leicht produzieren. Da hat man ja keinen... Ja, kreativen Aufwand. Es ist ein bisschen sehr ärgerlich, dass es so lange rendert und hochlädt. Aber sonst wenn wir unseren NASA-PC haben, den Fernando-Trix, den wir uns dann irgendwann vielleicht kaufen können, ja, oder du dir, dann werden die schneller rendern. Jetzt stellt das doch mal hin. Das fällt immer um. Ja, das ist der einzige Haken am Feedback, sonst finde ich das ziemlich geil. Und der Upload, der ist ja nur ewig. Ja, ja. Aber da, weißt du, da ist mein PC zum Beispiel nicht laut oder so. Hm. Ja. Spider-Mike sagt, Olaf meine ich, ich habe gestern die finale Folge Dexter geschaut und ich muss ehrlich sagen, es hat mir noch nie so schwer gefallen, von einer Serie loszukommen. Was sagst du dazu? Du fandest ja das auch. Ich fühle mit dir. Ich halt's doch schon. Nee, ist ein bisschen näher dran. Nee, das ist nicht so nah, aber das hier. Product Placement. Also ich fand's jedenfalls auch sehr, sehr, sehr gut und ich fand die Serie unheimlich toll und ich fand das auch echt, echt traurig und eindrucksvoll, das Ende. Ja, nein, der Sturm sah schon ein bisschen... Du spoilerst jetzt aber nicht, gell, für die nicht so. Ach so, scheiße. Das ist irgendwann der ist irgendwas mit dem Sturm. Ja, ich denke halt nicht dran, dass da gerade 1000 Leute sitzen, sondern wir sind halt nur zu dritt und er guckt eh nie, weil er eh nie was guckt. Ja, dann denkst bitte auch mal an die Fans, ja. Oh, genau. Ich setz mich nicht mehr zu euch, ja, sie ist hier. Nehmt den. Nee, ja, die Effekte am Ende waren nicht ganz perfekt so, aber ich kann den allgemeinen Hate dem Ende von Dexter gegenüber nicht so verstehen. So. Gute Nacht! Nacht! Peinlich! Spider-Mike. Ach ja, und mich Olaf zu Hitlern ist jeden Fallus Cybermobbing. Ach, auf jeden Fallus. Ja. Ja. Geh nicht rissen. Olaf. Na. Jonas Sohn. Ihr habt meinen Kommentar nicht gelesen, ihr stinkt alle nach Maggi. Hey, riecht Maggi so schlimm? Maggi? Maggie. Beides. Riecht Maggie so schlimm? Ich kann es leider nicht beurteilen. Ich rieche zurzeit nichts. Naja, der hat immer dieses eine Zeugs da drauf. Oder das ist immer, aber manchmal. Julia hatte immer ein Parfüm, das hat nach Magensäure gerochen. Das war immer so eklig. Du riechst an deiner Magensäure? Ja, wieder. Ist das eklig? Schreib's in die Kommentare. Nee, ich sage, wenn ich die Füße abgeholt habe zur Schule, die hat so eklig gerochen. Ich habe jeden Morgen Brechreiz gekriegt. Also nach... Ist es der Geruch von Kotze oder was? Also ein bisschen, ja. So ganz ähnlich, so ganz, ganz sauer, widerlich, magisch halt. Und Julia hat in jedem Früh sich damit stolz eingedieselt mit ihrem super teuren Parfüm. Ich hab den Wahn nie verstanden. KKC 1918 ist übrigens ein Typ, der sehr, sehr gerne unsere Zuschauer trollt. Weil eigentlich ist er ein relativ cooler Zuschauer, aber schreibt halt immer Hate-Kommentare. Ach so. Und die anderen raffen das nicht. Ich kenne aber die Accounts, ne? Und deswegen weiß ich das immer, dass der trollt. Da ist ein kleines Kind und ihr redet von Penis. Irgendwie schade, obwohl das Gespräch gut war. Ey, komm so. Der Friedrich hat bestimmt noch nie im Leben einen Penis gesehen. Ja. Ja gut, also das Ding von Tina war vielleicht ein bisschen grenzwertig, aber solche Musik ist auch frei zugänglich und Friedrich ist auch gar nicht so klein. Er ist körperlich klein, aber er ist wirklich winzig. Er ist nicht so jung. Aber ist viel mächtiger, als er aussieht bestimmt. Commentatus Cusadis, in welches Land würdet ihr gerne verreisen? Außerhalb von Europa. Gut, dass du fragst. Ich habe das ja in letzter Zeit sehr oft betont, dass ich gerne mal nach Japan würde. Wie sieht es bei euch aus? Naja, USA, Alaska. Alaska? Ja. Das spricht mich gar nicht an. Geht vom Alexander Subtramp. Ich finde es hier eigentlich ganz schön. Jetzt. Peter, besuchen Australien. Bei dir ist ja auch so, dass du keinen Bock auf Fliegen hast, aber wenn das zum Beispiel nicht will. Ja, da könnte ich auch noch mit dem Schiff. Aber ich in Australien, da gibt es ja diese blauen Killerhornissen, die fingernagelgroße Fleischstücke aus dir rausreißen und in Schwärmen auftreten. Ich hatte kürzlich einen Albtraum und deswegen will ich da nicht hin.
Aber sonst echt gar nichts anderes. Ich war in meinem Traum auch schon mal zu Silvester in New York in einer Bar. Also war ich da quasi auch schon. In New York, aber in einer Bar drin. Ja, aber sie war in New York. Ich wusste, es war New York. Tina war da auch und Julia. Mhm. Ich meine, dieselbe Bar könnte auch hier nebenan. Nein, ich wusste, es war New York. Das geht ja nicht mit mir um. Draußen vor der Eingangsschule. Ich bin ja auch nur 5 Stunden mit dem Flugzeug nach Australien geflogen. Hast du die 5 Stunden in Real Life geträumt? Ich bin ewig da. Ich saß wirklich lange. Ich hab mit Putti im Flugzeug gequasselt. Ist ja auch egal. Der nächste Kommentar ist aber auch schön. Erzähl mal deine Träume in einem Format. Das könnte ich tatsächlich mal machen. Das wäre echt gruselig. Ein Traumtagebuch, ist doch schön. Hausi 3000. Wenn ich das jeden Früh total verpennt mache, wisst ihr, wie ich zu Hause... Hallo, ich bin träumen. Das ist voll ranzig. Aber alle sieht ohne Schminke noch viel hübscher aus. Die Schminke ist ja drauf, die hängt nur überall. Oh, toll. Mich doch nicht ab. Das kannst du dir abschminken. Christina... Leute, schreibt jetzt bitte mal rein, dass das nicht lustig war. Nicht abschminken, auch nicht lustig. Das soll ich auch. Hausi 3000. Guter Name, danke für den Kuss. Und er sagt, Christina ist cool drauf. Christina. Wir haben sie nicht einmal Christina genannt, aber... Aber wir können sie ja bis gerne Christina nennen. Wünschte, dass mehr Mädels im Ruhrpott so wären. Wie Christina? Heißen die da alle Christina? Nee, keine Ahnung. So, dann kommt Jordan Panzer, der sehr, sehr viele englische Kommentare geschrieben hat. Die können wir dann im Zug beantworten oder so. Ja, genug Zeit. Wo Anna nicht mitkommen darf? Ja. Darf. So, German Padawan fragt uns, teebeutelt ihr eure Opfer in GTA 5? Grüße aus Erfurt. Man kann sich gar nicht so tief knien, gell? Ja, leider nicht. Man kommt gar nicht so weit runter, sonst hätte ich es echt gern gemacht. In GTA 4 ging das noch und das kotzt mich so an, dass es in GTA 5 nicht geht, ey. Teebeutelt. Sind das hier schon wieder die Doofen? Na, ey, verrat mal den Cheat, den du ausgehst. Wenn man hochspringt und dann zielt und dann Zeitlupe hat und dann... wohlgemerkt den Hochspring-Cheat anhat und dann auf jemanden draufspringt, dann machen die Beine eine Vorwärtsrolle, aber der Oberkörper nicht. Ja, okay, das ist eklig. Hab ich rausgeglitscht, ja, und ich lade das mal hoch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Toni, achso, Slipknot rückwärts sagt, ich soll seinen Namen rückwärts lesen, dann macht es Sinn. Er heißt nämlich Tonk Pilz. Ah, okay. Ja. Und ihr solltet mal ein Extreme Assi Skills Freestyle Parcours Waterjumping Video machen. So was ähnliches habe ich geplant und auch falls wir echt das gewinnen sollten und dann einen richtig krassen Film mal machen, was ich echt lustig fände, dann würde da auch sowas einfließen. Auf jeden Fall. 90 Minuten Film? Ne? Hab ihr übrigens Dings erzählt? Das hast du mir gar nicht mal gesagt. Wer hat dir das erzählt? Darf ich Ihren Namen sagen? Welcher ist das? Die Frau am Telefon. So, ja, D-Punkt halt, ist ja egal. Ja. Ja. Von der habe ich jetzt das erfahren, dass wir ein 90 Minuten Video machen. So, unsere Freunde aus Berlin sagen... Ja, unsere Freunde aus Berlin. Ah, sehr. Ach so. Unsere Freunde. Lieber mit einem Opa 75 Jahre oder einem kleinen Jungen 6 Jahre Sex haben? Fragt er. Opa 75 Jahre, ganz klar. Ja. Vor allem Alter. Also. Ich weiß nicht, das ist auch wieder so ein Ding. Es hört sich weniger verwerflich an, wenn Anna sagt, sie würde mit dem 6-Jährigen lieber haben. Als wenn ihr Mann, das sagen würdet. Ja. Als, ja, das ist, ich weiß nicht, das ist naja, halt so weil, vorbelastet. Willst du was zum Bier aufmachen? Obwohl es ja irgendwie genau das Gleiche ist, ne? Was Lässiges. Naja, ich weiß nicht, was Anna dem Körper zufügen könnte. Ja, ja, gut, das ist vielleicht der einzige Unterschied. Ja, aber lass uns da jetzt auch nicht so sehr ins Jahr, ohne ja. Scheiß, lass uns das mal bitte jetzt ausführen. Gruselig. Ja, für die Langeweile unter euch, dritte Option. Ah, scheiße. Option wäre euer Tod durch qualvolle Folterung. Nee. Schon der Opa, ja. Ja, wegen den Opa. Ist das, was wir sehen, die Wirklichkeit? Physi, Kalle, Isch und Physopopelisch gesehen. Alter. Okay, Schminke ist nicht so gut zum Bier aufmachen. Probieren es nochmal. Ich glaube, ich mache meine Schminke kaputt. Ich habe auch da keine 500 andere Flaschen. Keine Ahnung, das, was wir sehen, ist die Wirklichkeit, 500 ja. 500 andere. Möglicherweise. Sag nur irgendwie, wir haben... 12 von einem künftigen Besuch in Berlin erzählt. Scheiße. Scheiße, ist das lange her. Wir haben uns ja in Berlin getroffen. Ja, Willi. Shoutout an Willi. Und den nüchternen Drachen. Ich bin der gute Laune, Willi. Oder du warst Willi und sein... Also Willi geht nicht jetzt an dich, Willi, sondern gute Laune-Typ, der so redet wie Willi die Biene. Ja. So. Multi-Multi-Max sagt, ihr hört KIZ. Solche linke Zeckenmusik. Oh, das ist schön zu hören. Nachdem man hört, dass ihr bzw. Robin Lanzar sich reinzieht.
So, das ist doch mal ein schöner Kommentar. Also die einzige, die, soll ich mal ein bisschen was reinmachen? KIZ hört. Bist Kalle. Du. Kalle, naja, du aber auch, du hast so ein Album. Ja, ich hab alle. Du hast doch ein Album. Ja. Nee, und dazu wollte ich sagen, du hast Lanzer falsch geschrieben. Gleich an die Wand gestellt mit dir, ey. Ich habe auch alle 88 Songs. Nee, bei Lanzer ist die Sache, stell dir, wir haben das ja, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, wo wir Bandprobe gemacht haben und Arisches Kind singen. Stell dir einfach vor, die Lieder von Lanzer sind von die Ärzte oder von irgendjemand, der halt äußerst satirische Musik macht. So. Und stell dir das unter dem Kontext mal vor und du lachst dich einfach scheckig, weil manche Lieder sind einfach so, wenn du dir vorstellst, dass die Leute wirklich so denken, dann kannst du nur noch lachen, weil das ist halt einfach so übertrieben teilweise, da denkst du, es ist eine Parodie. Und deswegen, ich höre jetzt nicht aktiv Lanzer, aber ich kann mich darüber herrlich beömmeln. So. Also, darf ich sagen? Was denn? Auf Autofahrten. Ich weiß nicht, habt ihr das Video von Amsterdam gesehen? Intro-Lieder von irgendwelchen Sendungen? Ist bei Lanzer nicht anders. Also, da wird ja genauso mit dieser Aktivität. Wir machen aber Promo dafür, das ist eigentlich nicht so gut. Ja, also, die kriegen doch Ecken. L-A-N. Wenn ihr euch. Z-A-R. Wenn ihr euch. Irgendwie die Musik anhört, zahlt ja kein Geld dafür. Ja, sowieso nicht. Sonst also, unterstützt ihr die. Ich möchte, dass ihr die illegal kauft. Die gibt's ja eh nicht mehr. Und der Industrie schadet. Die sind ja eh aufgelöst, aber Alter. Wenn, du musst dir einfach nur vorstellen, wie diese Idioten da in ihrer Garage oder in ihrem Keller sitzen und diesen Text so aufschreiben, ja, und dann hier Neger ins Gesicht schlagen und so, und sich da einen drüber abhimmeln. Ja, da fässt man sich an den Kopf, aber wenn man es mit Humor nimmt, also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Mal schauen. Ja, versteht sicher nicht jeder, also ja, wir sind auf jeden Fall keine Nazis, weit davon entfernt. Und wieso ist dein Hitlergruß in dem Zell-Video? Das ist ja nicht deiner, das ist ja ein Bild aus dem Internet. Und wieso haben wir das da reingemacht? Weil du schlecht bist. So, Jan Beam, könnt ihr David Hein mal in eure Let's Talk einladen? Wäre so nice. Ja, hat in Berlin nicht geklappt, aber gut, dass du unser Feedback Let's Talk nennst. Mhm. Oder meinst du Herodes Talk? Glaube ich nicht. Ja. Velomann, so der aktivste Kommentator bei den Leubsdorfer Jung-Videos, sagt nicht so gut. Bla bla blub, echt mal wieder schön, eure Stimmen und Geschichten beim Lernen zu hören. Beim Lernen, das ist sicher sehr effektiv. Wenn ich will gar nicht wissen, was er da gelernt hat. Ja, ist sicher gut durchgekommen durch die Prüfung. Ne? Oh, dieser Spaß, Phantom Zero schon wieder, ey. Oh, ey, der war mir sofort in den Part. Nach 3, 4 Sekunden. Nee, schon sofort wirklich. Noch eher als die anderen. Noch bevor er da war. bevor ich ihn überhaupt kannte, ich mir gerade so einen Spaß, ey. Also, ihr wisst ja schon, Robert, Jeder und Friedrich, 3 Minuten und so weiter. Allem voran eine wahrhaft simple, dennoch geniale Frage. Wie ist denn das Wertebefinden? Ja, wie ist denn euer Wertebefinden? Sicher nett. Sicher nett. Bei mir ist es nicht ganz ideal, weil meine Nase halt jetzt einen Arsch hoch macht und ich ins Krankenhaus muss. Und der sich die ganze Zeit deswegen einscheißt. Nein, ich scheiß mir nicht wirklich ein. Ich habe aber natürlich nicht unbedingt Bock drauf. Und was noch dazu kommt, ich gammel da eine Woche drin rum dann. Höchstens. Was machst du die ganze Zeit? Gammeln. Okay. Ich hab deiner Mama gesagt, ich bereite die Live-Shows vor. Wie beschäftigst du dich? Mit einem 3DS, den ich bekomme. Einen 3DS? Von den Terminals? Nein. Alter, ich habe den nie gehatet und nicht den 3DS. Ich habe den 3DS noch nie gehatet. Nee, gar nicht. Wo so schlecht du verkaufst, da ist egal. Das ist doch kein Haten, das ist nur eine Feststellung. Ja. Ich gebe dir noch die Gameboy-Kamera mit, dann machst du uns ein paar schöne Fotos. Ja, mit meinen Insassen. Nee, wie heißen die im Krankenhaus? Mit Patienten. Insassen. Zimmergenossen. Ja, genau. Meine Genossen. Nein, zocken hier, Das Spiel Zocken, das kenne ich. Zocken 1, 2 oder 3. Der vierte kommt bald raus. Was vielleicht, wenn ich es noch rechtzeitig kaufe. Für einen Nintendo Pocket, ja. Game Boy Pocket. Kommt bald Zocken. Mann! Außerdem sagt er, ich vertrete den offensichtlich festen Standpunkt bezüglich Drogenkonsum. Doch wie steht es mit Drogenkonsum zu wissenschaftlichen Zwecken? Sprich, die Erfahrung machen, wie diese und jene Substanz denn so ist. Ja, keine Ahnung, ist mir relativ egal. Becks, oh bitte, habt ihr Becks getrunken das letzte Mal? Ja, kann sein. Das hat er von mir, hallo. Guck mal hinter nicht so an, Herr Roth ist du auch nicht. So, Giga Flavor, sehr schöner Name, sehr, sehr schön. Ich hoffe, das bezieht sich nicht auf Giga. Was haltet ihr vom Format The Longest Day von Joko und Klaas? Fand ich richtig, jetzt hört doch mal auf. Entschuldige. Das kauft sich eh heutzutage keiner mehr. Schade, leider.
Darunter leidet die Industrie. Also. Auf jeden Fall, ich fand das richtig witzig. Ich finde das eine richtig, richtig gute Idee, so für Punk wäre das was, aber die machen ja nichts Lustiges. Aber wir ziehen ja sowieso bald in die Punk-WG ein, das Trafu. Ja. Da haben wir schon sowas, Leute, ne? Da haben wir sowas mal geplant, ein longest Day zu machen. Ja, ohne Mist, ich hätte Bock drauf. Auch als Opfer. Punk einzuziehen. Als Opfer. Ein longest Day zu machen, was sich da die anderen so einfallen lassen. Ja, da wäre dann schon ein bisschen eigenes Konzept und so, aber an sich ist es ganz man cool. Ja, man kann da genau das Gleiche machen, aber halt, was auf Leuten zugeschnitten ist. Longest Day war auch das, ja, longest Day ist auch cool, aber bei dem anderen, Duell um die Welt, also da scheint mir manches sehr gestellt zu sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die ohne Sicherung einen, wer war es, Klaas, zu so einem Vulkan hinlaufen lassen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür hängt da viel zu viel dran. Egal. Ich habe Longest Day, wie gesagt, fände ich cool, wenn wir das mal machen würden. Okay, ich lasse mir das. Ist ja so, wie wenn ich du wäre, kann man ja auch hundertfach ausführen. Ja. So, Theo Sama sagt, wenn ihr euch ein politisches System, zum Beispiel Monarchie, Demokratie ausdenken müsstet, wie würde dieses funktionieren? Das ist eine sehr komplexe Frage, ich weiß gar nicht genau. Ich habe mir das mal ausgedacht und dann kam raus, dass ich das irgendwie Aristoteles auch schon mal ausgedacht hat. Man bräuchte einen allwissenden Diktator. Ja, natürlich, das wäre gut. Also an sich ist es ja gut, wenn der Elite regiert, aber es ist natürlich auch scheiße für die anderen, die kein Mitspracherecht haben. Die Elite muss dann natürlich auch uneigennützig sein. Und vielleicht nicht Krieg anzetteln mit den anderen. Das wäre vielleicht auch noch so weltfriedenmäßig schön. Aber wenn es einen Gott gäbe, dann wäre das schon was Cooles. Und, was ich noch sagen wollte, Benjamin Sterzel. Scheiße. Hey, wir kommen von Gott auf Benjamin Sterzel. Das finde ich ziemlich cool. Benjamin S., der wird auch bald mal im Feedback sein. Und der musste sich für Sozialkunde auch mal so ein System... Hast du das nicht schon mal erzählt mit dem Zufall? Ich glaube, aber es war nicht im Feedback. Okay. Ich weiß es nicht genau. Ich sag's für die, die es noch nicht wissen, und der hat halt gemeint, er macht ein System des Zufalls, wo jeder zur Geburt einen Zettel zieht. So. Ist an sich irgendwie eine coole Idee, weil es halt wirklich Zufall ist, wer dann welchen Stand hat in der Gesellschaft. Aber ja, ist natürlich dann auch wieder, womit habe ich das verdient und sowas, ne? Klar. Sieht man hier aus, als hätte sie das Katzenbild grüne Augen durch die Flaschendecke. Anna, Feedback. War ja klar, der trainiert, trinkt keinen Alkohol. Ach nee, scheiße, ich dachte, es geht nicht wegen Alkohol. Ich habe nur Alkohol gelesen. Schön. Sagt's gut. Denken alle bei dem Wort Alkohol direkt an Anna, schreibt's in die Kommentare. Ja, ich wurde gerade heute erst wieder von einer Fanin aus Jena angeschrieben. Nennen sie doch nicht Fanin. Woher willst du wissen, dass es Fans sind? Ja, Neffs. Fans hört sich eine echt Neffin. Schlimm an. Ja, ich weiß. Eine Neffin. Ihr wisst doch sonst nicht, was ich meine. Eine Zuschauerin, verdammt. Zuschauer. Eine Nichte quasi. Insassen. Eine Nosterafo-Insasse. Sinn. Und das Erste, was so von ihr kam, nach der obligatorischen Lobeshymne auf uns, yo, ich komm mal nach Jena oder ich komm mal nach Weimar. Ich will mal Anna zu auf ein Bier einladen. Hab ich nichts dagegen. So. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie in Jena so viel Erringsdorfer haben. Bestimmt. Mitbringen sie nicht weit. Ja, ach. Ich bring noch Bier mit, wenn sie mich einlädt. Chalafir sagt, ach, und ich muss euch leider enttäuschen, ich bin keine Frau. Oh. Hört auf mit dem Watchdogs-Song, ich krieg immer einen Ohrwurm. Ja, ist doch gut. Das ist mein Problem. Mach mir Assassin's Creed Song. Ihr müsst wissen, wir sind ja jetzt in einem Netzwerk. Scheiße, es glauben da wieder so viele, das zu sagen. Wir sind jetzt bei Mediakraft, Saft, Mensch, irgendwas Tolles sind wir auf jeden Fall in einem Netzwerk, ganz toll. Und die geben uns so Strategieanweisungen und Watch Dogs ist am Reißbrett produziert, wie alle Waititi-Songs. Und da haben wir so richtig so Formeln ausgerechnet, wie wir das so machen können, dass das möglichst ohrwurmlastig wird. Und deswegen sind wir jetzt ganz erfolgreich. Ich habe nicht, bei YouTube Beat eingegeben und habe das Neueste angeklickt und darauf einen Song gemacht. Nein. Und so mit den kleinen Filio Media unterstützt. Geiler Kanal, guckt mal hin. Ja, der hat vor einer Stunde hochgeladen. Der hat 100, wie man großer YouTuber wird. Genau, 100 Abonnenten hat hochgeladen, wie man ein bekannter YouTuber wird. Finde ich sehr geil, den Typen. Dankeschön, hast du extra für mich mitgebracht. Mhm. Wir sind sogar fast durch, hätte ich nicht gedacht, dass das relativ schnell geht. Schade, dass neben dem Kind geraucht werden muss. Dazu sei gesagt... Oh, an der frischen Luft. Ja, das sieht man leider nicht. Dazu sei gesagt, normalerweise würde ich das wahrscheinlich auch sagen, aber es ist draußen gewesen. Das sieht man nicht, weil das noch so ein kleines Dach drüber hat, aber es ist in der Freiheit. In der Freiheit. Wenn sich das Kind daran stört, kann es auch einfach gehen. Genau, muss ich bei so einem Feedback mitmachen. Genau. Mr. Boni 1311. Leute, ihr seid so klasse. Es macht immer wieder Spaß, eure Videos auf dem Hauptkanal zu sehen und die Feedbacks zu schauen.
und weil ihr gerade die Ideen angesprochen habt, Alter, jetzt bin ich verrutscht, das tut mir leid. Ich bin schon oft über zum Beispiel den Anger gelaufen und mir sind die verrücktesten Ideen gekommen. Einmal haben wir unsere Gedanken umgesetzt. Es war so geil. Mein Kumpel und ich waren Team Bravo und mussten das Alpha-Team finden. Und nun meine Frage. Was denkt ihr euch, wenn die Leute komisch gucken oder ignoriert ihr das? Wir denken uns halt Kamera drauf. Ja. Ja. Aber sonst, wenn die Kamera gerade nicht da ist oder wenn die Kamera eh drauf hält, dann ja. Also die Leute gucken, denke ich mir vor allem immer so, ey, das ist ja schön, dass man in seinem Leben was passiert. Ich meine, wenn man guckt, gucken ist ja was Tolles, wenn man Spaß gucken, passiert. Gucken ist, also ich finde gucken das ist dann schön. Also gucken ist das nächste nach Rangeln. Ja, wenn ich nicht gucken könnte, ey, ich könnte nicht gucken. Das kann übrigens vorkommen, dass bei meiner OP der Sehnerv verletzt wird und ich danach verschwommen sehe. Das wäre echt spaßig. Weil dann eine Wahrscheinlichkeit 1 zu unendlich ist, ja, kann er sich übelst ein. Nein, was wollte ich denn gerade sagen? Guck nur so schön. Pass doch auf. Ja, ja, du bist in der OP dabei, ich ja. Die, wenn die was du führst das, das Seziermesser. Oh, ja. Wie heißt denn das, Alter? Skalpell. Seziermesser. Ich wollte gerade irgendwas sagen. Hallo, ich bin gleich aus dem Bild. Finde ich nicht gut. Ich hab gesagt, wenn ich mich anlehnen muss, dann lehne ich mich an dir an. Okay. Man geht ja schlecht. Was wollte ich denn gerade sagen? Ach ja, das hatten wir im allerersten Feedback, glaube ich. Da hat es Kalle angesprochen. Und wir haben es erweitert. Dieses Ding, wenn die Leute halt gucken und sich von einer Sache, die sie von dir sehen, schon eine Meinung über dich bilden, dann ist das echt nicht klug von diesen Leuten. Und dann deswegen, willst du die auch nicht haben. Nomasch, hör zu. Und deswegen solltest du dir echt da nicht so einen großen Kopf machen, weil wenn die Leute so schnell verurteilen und sich eine feste Meinung zu einem bilden, dann musst du diesen Leuten auch nicht imponieren, weil dann sind die halt einfach sehr verurteilt. Hörst du das? Vorverurteilt. Das ist das Ding. Die sehen eine Sache, die sehen, wie ich... Das ist so ähnlich, hat es Kalle gesagt. Die sehen, wie man irgendwie... als Trevor verkleidet für ein GTA-Video durch die Stadt rennt und auf dem Boden rumkugelt oder mit Hunden auf dem Boden rumkugelt und bellt oder so und denkt natürlich, ist der behindert oder so. Oder guck mal, wie assi der aussieht, der hat total dreckige Klamotten. Die denken aber dann nicht so weit, dass da vielleicht dann dieselbe Person irgendwie ein Abitur hat und so und relativ gut unterwegs ist und das nicht den ganzen Tag macht, zum Beispiel. Du bist also relativ gut unterwegs? Ich bin relativ gut unterwegs. Ich wollte nicht. Ja. Ey, ich wollte jetzt nicht von mir selbst sagen, halbwegs intelligent sind. Das klingt echt unfair. Ja, relativ gut unterwegs ist irgendwie sinnvoller. Weiß jeder, was du meinst. Er ist einfach aber gut unterwegs. Gut. Bist du gut unterwegs? Ich bin endgeil unterwegs. Also richtig gut. Also ich bin mit meinem Fahrrad immer gut unterwegs. Super. Ey, so schnell, so. Und, ja, lass mich. Übrigens, was ist das denn? Ja, du bereitest es dann immer. Genau, das war jetzt echt zu viel. Robin, schaltet ab. Jetzt treffe ich nicht mehr einen. Ich hab dir den geschenkt. So, jetzt bitte Feedback. Ja, wir sind fast durch, Mann. Diese Tina hat das Kind passiv mit Drogen vollgeblasen. Ausrufezeichen, voll der Abtörn. So verrauchte Schachteln, yo, reingehitlert. Tina ist auch ein Spaß. Tina ist eine Droge. Ich bin mir sicher, dass das nicht ganz ernst gemeint ist. Und wie gesagt, es war im Freien. Und Tina, yo, Tina ist voll die Schachtel. Lustige Geschichte. Deine Oma Hein. Hanni? Hanni, scheiße. Oma Heinz. Oma Heinz, wollte ich sagen. Deine Oma Hanni ist mit dem Opa Heinz zusammen im Auto gefahren. Die hatten eine andere Oma noch mit, die aber damals viel älter war als sie selbst. Oi. Und die hatten auch eine Pralinschachtel im Fahrersitz liegen hier. Und da hat Opa Heinz zu Oma Hanni gesagt, ey, wollen wir die alte Schachtel jetzt mal rausschmeißen? Und da ist in der Angst, ist die Oma aus dem Auto raus, weil die halt schon sehr alt war, hat es nicht so ganz mitgekriegt und ist aus dem Auto raus und weggerannt. So, weil, oder wollen wir die alte Schachtel mal auf den Müll bringen oder irgendwie sowas. Fand ich so herrlich, die Geschichte. Ja. Oma Hanni ist gestorben, als ich 3 war. Ja, da bin ich jetzt nur wegen dem Schachtel. Echt? 3 warst du da krass. Oma Hanni war cool. Shoutout an Oma Hanni. Ich mache mal Promo für Oma Hannis YouTube-Kanal. Ja, Opa Heinz war auch cool. Herodes ist der Beste. Ich verlange einen MC Herodes Fanshop. Gibt's, wenn ich fertig bin mit der Schule, gibt's? Ja, also noch nicht. Oh. Ich mache übrigens gerade einen Track für MCM's Birthday Party. Mit Rape zusammen, also Rape, also ein R und ein APE. Also es ist ein Affe. Und der kommt auch auf meinen Kanal. Und wofür steht das R davor? Für Rap oder für Rapper oder für Rabe oder für... Nee, damit es mehr Sinn ergibt mit dem Rape. Achso. Okay.
Ach so. Ach so. Majin Sandman sagt: Ach so, und ich hatte gefragt, ob Herr Rhodes was geraucht hatte. Wegen seinem Alter, fuck, jetzt trifft's mich. Ich hab geraucht. Artikulationsproblem, die Geschichte zu erzählen. Mehrmals. Ansonsten ziehe ich mir jedes Feedback im Hintergrund rein und zocke dabei Killerspiele. Das ist geil. Das mit der Uhr? Ich glaube mit der Uhr. Dann nehme ich die Uhr und gebe sie ihr. Aber das war bei dem danach, war das da auch nochmal, wo du gesagt hast, jetzt habe ich die Pointe versaut. Oder so. Das war das, wo ich die Pointe versaut habe. Das mit Markus war dann nochmal besser. Die Johannita hatten noch Blaulicht, oder? Jedes Mal sehr amüsant. Ihr seid. Entschuldigung. Darf ich nochmal kurz wegen dem Markus, der hat neue Lieder rausgebracht. Wie heißt das? Der Prüfungssong? Heißt der Prüfungssong? Und ab morgen heißt es Prüfung. Achtung, Prüfung. Achtung, Prüfung. Achtung, Prüfung vom M-Tuber müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Das wenn ihr Prüfungszeit habt. Das motiviert euch wieder. Das hilft euch, aus eurem Loch rauszukommen. Und ja. Eure Prüfung doch noch zu rocken. Genau. Und zu dancen. Auf jeden Fall sagt er, wir sind sehr real wie die Zahnfee. Spaß, ich mag das, bin auch so. Real? Ja. Lustiger Typ auf jeden Fall. Ja, er ist auch so cool. Er ist ziemlich real. Alle. Wir sind alle so cool wie die Nostalafus. Falls Kalle dabei ist, haha, gelackmeiert, vielleicht nächste Folge wieder. Ja. Was hattet die eine beim Falling Singer 2 an? Nix oder wieso hat die Post-Production einen Rock geedit? Ich habe einen Rock geedit, weil sie nur im Höschen da stand, und zwar im Unterhöschen, welches sehr, sehr knapp bemessen war. Und ich dachte mir, da freut sie sich, wenn sie vielleicht. Ja, wenn sie vielleicht etwas bekleideter zu sehen ist. So. Ein paar wichtige Fragen an Herr Rhodes. Erstens, gehen die Kopfhörer aus dem Watch Dogs Song noch? Ich kann die mal kurz holen. Die gut. Gehen. Warte mal. So, die habe ich ihm geschenkt. Ja, hast die haben echt gut funktioniert, aber später dann halt nicht mehr. Hast du das Justin Bieber Poster extra dahin geklebt oder findest du ihn auch total süß? Geht so. Geht so? Wann könnte. Ich weiß nicht, ob man das dort da hinten. Hast du denn nicht auch mal aus den gleichen Materialien ein Fahrrad, so ein Schutzblech gebastelt? Schutzblech. Ja. Das habe ich jetzt hier ein bisschen mit Pappe verstärkt. Das hat eine Weile noch funktioniert, aber irgendwann hat mich der Geruch von Panzertape so übelst benebelt. Da habe ich mich halt dazu entschieden, das Kabel durchzuschneiden. Warum so einen extremen Eingriff, warum? Naja, nee, weiß ich nicht. Genau, die sind dann sowieso kaputt gegangen, habe ich sie dann durchgeschnitten. Das ist, an den Kopfhörern sind nochmal Kopfhörer dran, die auch nicht funktioniert haben. Waren die auch von dir, die? Nee, die waren, das ist das Headset, das erste Headset, was ich mir gekauft habe. Krass. Ja, und das funktioniert jetzt leider nicht mehr. Soll ich es verlosen? Emero, der Let's Player. Ja, verlost das. Yeah. Der Let's Player Emero hat mir irgendwie ein kaputtes Headset verlost. Deshalb hatte ich die Idee. Jetzt kann ich mal mein. Nee, kann ich nicht, das ist echt langweilig. Weiter. Sag so lange, wann können wir dein Album mit deinem Album rechnen? Und was ja, folgendes. Ich habe ja. Wie lang bleibst du auf Platz 1 in den Charts? Jetzt hatte ich mit Anna einen Deal gemacht. Ich habe ihr von Beatery 14 Sounds geschickt und sie sollte mir texten dazu. Anna muss immer arbeiten. Und einen Monat später kommt sie zu mir. Ey, ich hab da neue Lieder auf dem Handy, die nehme ich frühst immer als Wecker, sind die von dir? Ich hab mir jetzt überlegt, was das ist. Hat sich angehört wie irgendwelche schlechten Polyphone-Klingeltöne. Ja, das stimmt, aber ich wusste nicht, dass das ein krasse Beat ist. Weil als ich das erste Mal gezeigt habe, ja, das ist gut, da kann man so voll so und so. Na, no, dann, was ist das für eine Scheiße, ist das von dir? Ich hab nicht Scheiße gesagt. Ja. Ich bin das schon als zuverlässige große Schwester. Ja, ich habe die gerade aus Versehen in den Ausschnitt geguckt. Geh wieder weg. Okay, warte mal. Okay. Du siehst sie doch noch. Habe ich falsch ausgesprochen. Er sagt nämlich, falls du Cheesy, in Klammern wie der Käsescheiß, nicht aussprechen kannst, call me Mirko die Analpumpe. Okay, Mirko, alles klar. Okay, Olaf sagt noch, wusstet ihr eigentlich, dass Vitali bei einem richtigen Porno mitgemacht hat? Das habe ich vor allem in der letzten Folge erzählt. Den müsstet ihr euch unbedingt mal anschauen. Der hockt 10 Minuten einfach nur da und kriegt keinen hoch. Das Image kriegt man nur wieder aufgebessert, wenn man den Obdachlosen hilft. Das muss ich auch sagen. Oder man den Penis hochkriegt. Ja, ist ja auch so eine Sache, ne, zurzeit. Auf YouTube wird zurzeit so viel gemacht von wegen Obdachlosen helfen und so. Es ist an sich echt eine gute Sache. Aber du merkst halt, dass einer das angefangen hat und alle sehen, oh, das läuft richtig gut, Vitali hat, was weiß ich, wie viele 10 Millionen Klicks da drauf gekriegt oder so.
Und alle machen es halt nach. Und das ist schon, also er war auch nicht der Erste, das ist ja schon ein bisschen älter, aber... Aber es ist echt super für die Obdachlosen. Es ist super für die Obdachlosen, aber es hat halt so einen Beigeschmack von, hey, wir machen das nur, um viele Klicks zu kriegen. Das ist echt ein bisschen eklig. Ja. Ich meine, er könnte es auch machen, ohne ein Video drüber zu machen. Genau. Stimmt. Es ist trotzdem gut, ich meine, es setzt ja auch ein Zeichen als Video und so, aber... Genau, hast du diese Nazi, dieses Nazi-Mediakraft-Helm ist ein Nazi mitbekommen? Ich fand's ja, ziemlich doof. Ich finde, was ich doof finde, ich wollte fast eine Meinungsminute drüber machen, hab's dann trotzdem nicht gehabt. Manche sind da so totalitär, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber Waititis neuestes Video oder so eine Com-Com-Show heißt Nazi ist gleich Assi oder irgendwie so. Stimmt ja, das? Stimmt. Hast du gesehen, ja, gut. Hab nur so einen Screenshot gesehen. Und da ist es so, dass die Fans natürlich das alle mitnehmen, so. Und dass sie dann so richtig aggressiv werden gegenüber solchen Leuten. Und ich bin ja der Meinung, egal welche Meinung man vertritt, egal wie dumm die ist, egal wie falsch, jeder hat ein Recht drauf. So. Und wenn jetzt halt Leute so denken, dann, mein Gott, dann denken sie halt so. Man kann natürlich versuchen, die umzustimmen. Aber es heißt nicht, schlag sie tot, wenn sie weiter Nazi sein wollen. So. Dann ist man ja nicht besser als die. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Vor allem, Assi ist ja auch ein definiertes Wort. Und es passt nicht so auf Nazi drauf. Ja, theoretisch nicht. Ja, aber ja, die Meinung, asozial im Sinne von sich nicht in die Gesellschaft einfügen, wenn die Gesellschaft voller Ausländer ist, dann ja. Man könnte ja sagen, die Meinung von Nazis sagt den meisten Menschen nicht zu. Ja. Das wäre ein guter Videotitel. Ja. Aber wie gesagt, ne, lasst denen halt ihre Meinung. Wenn man die umstimmen kann, ist es super. Wenn nicht, dann ist es auch egal, weil die haben einfach mal ein Recht auf ihre Meinung. Dann sind die vor allem genauso dumm. Also, dann sind sie genauso dumm. Da ist ja wieder dasselbe. Ja. Hauptsache, man lässt sie nicht zu sehr an die Politik und das passiert nicht, glaube ich. Alter, was kommt denn jetzt? Ja, passiert doch nicht. German Padawan. Kennt ihr die Band Passat? Das sagt mir tatsächlich was. Aus Weimar. Kennt ihr die? Das ist, glaube ich, so eine uralte DDR-Band noch oder so. Die spielen zur Kirmes in den ganzen Kaffen um Erfurt. Ja, ist bestimmt eine übelst gute Band. Die rockt bestimmt die Show. Naja, gut. Ich kenne die nicht. Ich hab's schon gehört, ey. Lotus Hans. Habe ich das richtig gesehen, dass Kalle im Erfurter Tatort mitgespielt hat? So ein Typ in der Uni. Richtig gesehen. Lotus Hans klingt irgendwie sexy. Der kommentiert auch oft, deswegen bist du sexy. Das war schwul. Ja, Kalle war am Tatort zu sehen. Wir haben ihn zum Casting gefahren und er hat übelst Panik geschoben, dass wir mit reinkommen und ihm sein Casting versauen. Es war so süß. Wir haben echt die ganze Fahrt zu diesem scheiß Hotel, wo das war, haben wir gesagt, ey, komm Kalle, wir kommen einfach mal mit rein und wir sagen so, wir legen ein gutes Wort für dich ein und so. Und er weiß halt genau, dass wir nur Scheiße bauen. Und er hat die ganze Zeit gesagt, nein, nein. Also am Anfang hat er den Spaß noch mitgemacht, dann wurde er richtig ernst. So, nein, ey, ihr kommt da jetzt nicht mit rein, ohne Scheiß. Ich gehe da nicht rein, wenn ihr mitkommt. Und dann stehen wir halt so da und warten im Auto und machen so die Tür, also er macht die Tür auf und wir auch so gleich die Tür auf. Und er kriegt übel zu Panik, Alter, Leute, ihr bleibt jetzt bitte hier im Auto, ja? Ach komm, Kalle, einmal reingucken. Ich bin so abgrundtief scheiße, echt. Ach, der Kalle, das nicht, oder? Ja, okay, das hat er sich echt verdient, das ist schon Spaß. Aha. Der muss auch mal. Ja. Ich vermisse dich, Kalle. Letztendlich hat er es doch geschafft. Er geht um 8 los und es ist jetzt, die geht 9 Minuten vor die Uhr. Ich hab's selber nicht. Achso. Um 8 geht die Werbung los, wo ihr merkt. Also, wir sind ja eh gleich durch. Wir sind wirklich fast ganz oben. Ey, Feedback ist nichts, was man schaffen sollte. Ein Diskussionsthema am Ende? Ein Feedback sollte man... Ich hätte dann was. Noch eine Frage. Ja, genau. Kannst du jetzt stellen? Nee, dann am Ende. Nee, ist Quatsch. Dann merkst du dir. Aber ja, Feedback ist nichts, wo man fertig werden will. Genau. Feedback ist genießen, Feedback ist Freundschaft, Feedback ist zusammen. Ist Liebe. Ist zusammen. Halt! Feedback ist zusammen. Aussprechen. Mama schläft. Feedback ist zusammenkommen. Also gemeinsam kommen. So. Riech ich naschen? Oder bist du das? Mhm. Parvus Productions. Parvus Productions. Danke. Parvus. Das ist echt lieb von dir. Die Idee, mal draußen rumzulaufen, finde ich gut. Ja, machen wir nicht für euch Spaß. Nur für die Engländer. Dann sieht man mal, was aus eurer Stadt Thomas. Und wie man sieht, könnt ihr zu vielen Orten einige Geschichten erzählen. Und zu vielen Leuten, wie ein Thomas. Ja, das könnt ihr öfter mal machen. Wer ist ein Thomas? Na, wer ist ein Thomas? Oh, Thomas, Thomas. Ja. Ah, oh, Thomas, Thomas. Ich war bei Thomas P. und bei Thomas S. Aus der Familie. Ach so. Ich habe jetzt überlegt. Ja, Thomas, Thomas. Thomas. Ich bin der Thomas. Thomas. Soll ich ihn hochbringen, Thomas? Oh, Thomas. So. Ist ein guter Freund von Robin. Bringst du ihn nach Hause, Thomas, Thomas? Ist nicht gut, ist ein richtig guter Freund. Was wollte ich dir jetzt sagen, Mann? Ihr seid scheiße. Ja, können wir öfter mal. Das Ding ist,
Das deutsche Feedback ist ja immer so anderthalb Stunden lang. Und da ist das Problem, dass wir dann anderthalb Stunden jetzt durch die Kälte laufen müssten und so. Und da habe ich irgendwie auch ein bisschen Bock drauf. Außerdem, ich weiß nicht, ob das so cool ist. Anderthalb Stunden, vielleicht so als Special, so die letzten 20 Minuten. Das Englische war ja nur kurz. Machen wir eigentlich Jubiläumsfeedback, so halt die Schnauze, machen wir Jubiläumsfeedbacks. Was ist ein Jubiläum? Ne, zum 20. 10? Oder so. 10 haben 10 wir verpasst. Haben wir schon. Also streichen wir das. 20. Egal. Mystery. Antwort ist er nicht so. Egal. Nein, wir sind noch lange nicht bei 20. Können wir bei 19 drüber nachdenken. Wie viel sind wir? 12, 13 wird es gerade. Echt? Noch ein bisschen Zeit. Dauert es noch. Wir machen nur so alle 2-3 Wochen deswegen. Ja, ja, übelst. Mystery 4, einer der letzten Kommentare. Könntet ihr mal eigene, mal Ideen bringen, was man alles so fragen könnte? Mir fällt nämlich nie irgendein geeigneter Kommentar ein. Dann schau doch einfach mal die anderen Kommentare. Das erinnert mich an die YouTube-Pro-Gruppe, wo Leute fragen, ich will mit YouTube anfangen, weiß aber nicht, was ich machen soll. Ja, das ist die beste Voraussetzung. Ja, das ist was für komische Menschen da anklingeln. Es kommt echt ein bisschen scheiße, wenn das so von uns kommt. Oder wenn ich das so sage, ist es mega scheiße. Ja, aber an sich müsste so eine YouTube-Pro-Gruppe wirklich irgendwie eine Mindestabonnentenzahl haben oder so. Weil YouTube, ja. Pro, dann macht man halt noch eine zweite Sagen Gruppe für die 20. YouTube-Anfänger, die sich dann aber trotzdem Tipps geben. So, egal. Ich meine, das sind jetzt mittlerweile 1600 Abonnenten, Mitglieder in der Gruppe und es macht irgendwie keinen Sinn mehr. Nicht mehr so sehr. Mystery sagt außerdem noch, vielleicht liegt es ja daran, dass ich als neutraler Schweizer mir immer alles anschaue, aber nie was schreibe. Danke für alles, euer Mystery. Ja. Oh. Bitte für dich auf jeden Fall und Schweiz macht das echt gut. Schweiz ist Hashtag Beste. Gibt es auch so eine schöne Karte, so ein GIF mit der Schweiz, die, also alle, die irgendwie Konflikte hatten, sind dann so farbig und die Schweiz die ganze Zeit farblos. Also so zeitstrahlmäßig die letzten Jahrhunderte und so. Ja. Egal. Challa 4. Nee, Ben Howard sagt vorher noch Ask Episode 3. In Amerika filmen die gerade dafür, also machen wir das auch demnächst. Also dauert es noch. Alle Jahre wieder kommt das. Wenn wir sagen, coming soon, ist es noch ein halbes Jahr. Jetzt sagen wir, es kommt irgendwann, also noch eins bis eineinhalb Jahre. Ja, nein, maximal zwei, wenn es nein, ist. Ey, ich sag, Frühjahr 2014 ist es draußen. Frühjahr 2014. 14. Nie im Leben. Challa 4. Jawohl, wann ist Frühjahr? Robin hat es nicht so mit der Jahreszeit. Ja, okay, genau. Bei dem ist ja der Herbst gerade mal. Nein. Zumindest wenn Rockstar das sagt. Ja, GTA 5 sagt, Frühjahr 2013 ist September der 17. Denken wir drüber nach, Rockstar. September 2014 kommt Ask. Genau. Mich würde mal interessieren, was ihr eigentlich macht, wenn ihr zum Beispiel bei einem annoying Dancer-Video plötzlich jemanden seht, trefft, den ihr kennt. Also zum Beispiel euren Schulbanknachbarn, würde mir jetzt einfallen. Ja, dann. Na, tänzerisch auf ihn eingehen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ich meine, man ist ja Profi, ne? Und ist gerade mitten man ist in der Rolle, man tanzt und man Rolle. Ist in der Action. Man ist hier. Eine Rolle? Man muss hier. Das ist eine gute Frage. Mann. Bezug zum Anfang. Ja. Jetzt müssen wir langsam. Es ist eigentlich gar nicht so. Gut Aufbau. So, das war nicht der Anfang mit Kalle. The Dark T 09 sagt: Wie findet ihr das neue Eminem-Album? Hast du da mal reingehört? Nee, noch nicht. Wen? Das war Eminem. Ich bin überhaupt gar kein Eminem-Fan. Naja, früher hast du immer alles erzählt. Was macht denn hier der Fridolin schon wieder? Alter, jetzt sprich doch mal. Du hast am meisten Erfahrung mit Eminem. Ich hab das neue Album mir nicht angehört. Das sagt meine Erfahrung jetzt mal. Aber das ist doch Slim Shady Volume 2 und Slim Shady 1 fandst du doch gut. Oh mein Gott. Ich hab mir das angehört, das alte Zeug, und das fand ich gut. Deswegen kann ich nicht sagen, wie das neue ist, weil das habe ich mir noch nicht angehört. Ich habe mir nur Rap God angehört, das eine Lied, und da rappt er halt voll lange in Double Time, und da ist er jetzt der neue SpongeBoss und so. Ja. Der neue SpongeBoss, weil SpongeBoss irgendwie alt ist und deshalb. Und Eminem so frisch hier. Genau, ich weiß nicht. Weil SpongeBoss internationale Relevanz hat und so. Nein, ich sag ja nur, da gehen alle, da freaken ja alle aus. Alter, der rappt so schnell, der ist ja voll krass unterwegs. Jo. Ich kann auch bestimmt voll schnell rappen. Achso, ihr könnt mich gern fragen, wie ich das neue Zelda fand. Wie fandest du das neue Zelda? Nee, dann die Kommentare. Ich finde das voll niedlich, wenn Anna flüstert. Ja, ich hab's nicht verstanden, aber irgendwas mit Bilderheim. Das ist schon ein bisschen erräumlich. Bilderheim, nein. Marcel Cellus D. Hitman hat wieder Haare. Warum? Weil sie ihm gewachsen sind. The Rabona Fake. Ihr könnt mal ein WWE 2K14 Real-Life-Prank machen. Das Spiel ist gerade rausgekommen. Was
zur Hölle? Hat er vor 6 Tagen geschrieben, als dieses Screenshot gemacht hat, wurde. Das heißt, vor 3 Wochen ungefähr. Ja. Ist ein Wrestling-Spiel. Ah! Nee, ich habe ja früher Wrestling geguckt. Ich kenne mich. Ich habe sogar gespielt, ja. Was, WWE hier? Das ist schon eine Weile. Was heißt das nochmal? Könntet ihr was? World Wrestling Elite, glaube ich, okay. Oder so. Ich kenne nur, ich habe früher mal WCW geguckt, World Classic Wrestling. Nee, Championship. Und was heißt? World Championship und was Wrestling oder so. Heißt FIFA? Final Fantasy. FIFA? Ich habe, glaube ich, irgendwo eins, aber das habe ich noch nie gespielt. Irgendein F da drin steht sicher für Football. Vielleicht heißt es aber auch nichts. Ich bin kein Fußballfan, verzeiht mir. Du musst dich hier nicht noch mehr ins Bild rücken, okay? Oh ja, dann leg ich mich halt auf deinen Anus. Warte mal kurz. Rein. Ja, Real-Life-Wrestling, ich weiß nicht, das wird dann so ein bisschen Panne, so ein bisschen sehr schlecht. Aber vielleicht kann man da was machen. Ja, ich könnte mir da was vorstellen, aber da müsste es eine Gegebenheit geben, die ich nicht verraten will, sonst klaut uns immer tief. Das gab es online für 50 Cent, da habe ich es mir gleich mitgeholt. Ah, Fußball-Weltmeisterschaft 2012. Das ist Fußball, ja? FIFA, Fußball-Weltmeisterschaft. Ach, FIFA heißt Weltmeisterschaft. Schauen Sie. So, die letzten 2 Kommentare. Mann. Millitzum 2 sagt, was haltet ihr von der neuen Google Plus Kommentarfunktion in YouTube? Scheiße, oder? Mhm. Die ist ja jetzt so ein bisschen wieder ein paar Tage älter. Ich mag sie immer noch nicht. Und mittlerweile finde ich sie auf jeden Fall schon ganz okay. Aber wie die Kommentare sortiert werden, ist sehr, sehr schwammig. Also, das ist wieder völliger Schwachsinn. Wenn da steht beste Kommentare und dann aber Kommentare oben sind, die keinen Daumen haben und Kommentare nicht oben sind, die Daumen haben, egal. The Dark T09 sagt außerdem als allerletztes, was haltet ihr von YouTubes Kommentarumstellung? Ich persönlich habe noch nicht so genau verstanden, was YouTube unter beste Kommentare versteht. Da haben wir's. Ja, jetzt gucken wir mal. Leute, was heißt FIFA? Schreibst du mal in die Kommentare. Oh nee. Dann let's play ich auch dieses Spiel hier, okay? Oh, auf Nostra Furz. So, Anna hatte noch eine Frage. Ja, ich hatte die Frage. Wie findet ihr Fallout? Gibt es jemanden, der es so liebt, so sehr liebt wie ich? Und warum? Und was haltet ihr von den tollsten Gerüchten über Fallout 4? Glaubt ihr das? Glaubt ihr das nicht? Und wer mir am besten weismachen kann, dass er Fallout mindestens so sehr mag wie ich, der kriegt ein Geschenk von mir. Echt? Zugeschickt. Was getragen? Keine Ahnung, irgendwas, was ich so in der Bude. Er kriegt eine Geschenkebox, ja. Da sind dann sogar verschiedenste Sachen drin, habe ich mir so vorgenommen. Nichts, was mit Fallout zu tun hat wahrscheinlich, aber dafür ganz tolle andere Sachen. Zum Beispiel bestimmt der rosa Schlüpfer, der von meiner Oma, den ich geschenkt gekriegt habe. Der ist jetzt Der ist jetzt modern, der ist auch fast echtes Leder. Ist das auch so, was man gesagt hat, das hat es im Fernsehen gesehen? Nee. Das können beide tragen, dieses Männer und Frauen. Dieses pinke, komische, gruselige Ding, der ist tatsächlich noch ungetragen. Der hat es irgendwo in Polen gekauft. Noch viele andere schöne Überraschungen werde ich euch schicken. Aber dafür müsst ihr mir halt wirklich glaubhaft rüberbringen, dass ihr dieses Spiel wirklich liebt und vor allem, warum ihr das so liebt. Okay. Und alle auch was eure Lieblingswaffen sind, eure Lieblingsgegner, die ihr gruselig findet, was ihr von der gesamten Story haltet. Aber um das etwas zu ordnen fürs nächste Feedback, ich glaube, so viele machen es ähnlich. Aber wenn ihr das macht, kennzeichnet es bitte mit Fallout 4 Kommentar. Also macht einen extra Kommentar oder so. Einfach. Ja, es geht ja nicht um 4, es geht um alle Teile. Ja, dann meine ich doch Fallout Kommentar so. Und dann kann sich ja Anna die Kommentare, falls überhaupt welche kommen, durchlesen. Da kommen welche, gibt es. Übelstes Mega-Gewinnspiel, das schreibst du in den Titel. Es gibt 10.000 Klicks, mindestens. So, also schreibt einen extra Kommentar mit der Überschrift Fallout und dann guckst du dir die besten an, so. Und den allerbesten liest du dann einfach vor am nächsten Film. Genau, und dann suche ich mir dann raus, wer die übelst krasse Geschenkebox gewinnt. Und ich verrate aber vorher auch noch nicht, was ich da reinpacke, bis auf den rosa Schlüpfer, der ist schon mal sicher. Was haltet ihr von Zelda? Ich auch ein Gewinn. Die Spielepackungen. So, hier. Verlost du die Kopfhörer mit? Ja, ich verlose die Kopfhörer, wenn ihr mir schreibt, ihr tippt jetzt, wann Zelda U angekündigt wird. Ach, das müssen wir raten, das ist noch nicht bekannt. Genau. So. Wer am nächsten dran liegt, gewinnt A, diese Kopfhörer. Geil, ich mach mit. Die nicht gehen, weil das Kabel durchgeschnitten ist. Naja, im Büro-Style. Ich darf was zu erwähnen. Was ihr heute alles raushaut, das ist ja der Wahnsinn. Da möchte ich euch noch bitten, in die Kommentare zu schreiben, dass euch Skyward Sword auch nicht gefallen hat. Und was eure Lieblingswaffen sind bei Zelda. Für mich schreibt ihr noch, dass euer Lieblings-Solid oder Naked bzw. Big Boss Snake
Kommentar, also aus den Metal Gear Spielen. Und ich verlose diese Tasse von der Mutter von Nein, Herodes. Nein, machst du nicht, weil das ist die Tasse von der Mutter von Herodes. Und auch von meiner Mama. Das geht überhaupt nicht von der Schnittchenbringung. Okay, Sache. Ich lege halt was in Annas Box mit rein. Nee, mach deine eigene Box. Das Glaubt ihr, dass Aonuma genauso kompetent ist wie Miyamoto? Wer ist denn Aonuma? Naja, Miyamoto wird ja jetzt alt und da muss jetzt Aonuma mehr und mehr Zelda entwickeln. Aonuma? Ja, das dieser mit den grauen Türken. Und dann kommt ein anderer mit grauen Haaren. Sing das mal aus, also führ uns mal hier aus der Sendung. Der Mach mal die sagt Abmod. Was richtig über Zelda. Und zwar aber was das, über das Zelda. Achso, ja. Führ uns mal was der Sendung. Zeig mal deine Zelda Wand. Zelda Wind Waker kommt in HD. Ich hab es mir nicht für die Wii U gekauft. Denn die Grafik sieht genauso hier aus. Ja, mit etwas Lichteffekten. Zelda Wind Waker kommt in HD. Es sieht genauso aus. Jetzt musst du wieder sagen, also ihr klingt übelst gut zu zweit. Lass uns nochmal dreistimmig. Du wolltest noch deine Wand jetzt. Führ uns mal abmod-mäßig. Wir müssen auch gleich ins Kino. Wir wollen das jetzt endlich mal zum Ende bringen, ja? Ihr sterbt jetzt alle an. Warte, jetzt mach ich so einen übel schnellen Schwenk. Ich hab den Fokus zerstört. Schicht scharf. Was hast du? Oh, Alter. Ey, wenn das irgendein 13-Jähriger ist, der kann damit nicht umgehen. Ah, ne, es ist Rap Battle, warte mal. Nee, auch nicht. Ich muss kurz hier. Faladin. Dann findest du den Tag später. Und MCM.